Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am 8. Juli. Ich grüße Sie ganz herzlich. Der Freitag ist da, die Woche endet und wir haben ja einen spannenden Tag vor uns. Sie wissen Bescheid, in der Regel ist es ja immer der erste Freitag. Das wäre letzte Woche gewesen, aber feiertagsbedingt und eben organisatorisch haben die USA diesen Freitag jetzt auserkoren, um ihren Allzeit beliebten US-Arbeitsmarktbericht, die Non-Farm-Payrolls, darzustellen. Und diese Daten sind ja hier gerade für die US-Notenbank Fed eine ganz, ganz wichtige Indikation für den weiteren Verlauf. Heute möchte ich mir kein US-Dollar-Paar anschauen, aber den Euro gegenüber dem japanischen Yen, der natürlich hier gerade auf der Yen-Seite unglaublich unter Druck steht seit langer Zeit. Das schauen wir uns gleich an. Erlauben Sie mir doch vorab den Hinweis heute für Sie, wenn Sie die Non-Farm-Payrolls genießen wollen, dann nicht allein. Wir haben heute hier ein Special-Webinar und zwar geht das 14:15 Uhr los. Und zwar live zu den Non-Farm-Payrolls werden wir dabei sein. 14:15 Uhr, Anfang 14:30 Uhr die Daten aufnehmen, auswerten und dann sozusagen dokumentieren und auch natürlich die Marktreaktion ein Stück weit einschätzen. Freue mich hierbei mit Jens Klatt am Start zu sein und wir beide werden Sie hier durch die Wellen des Marktes führen. Insofern welcome und jetzt aber zurück zum Euro gegenüber dem japanischen Yen, der sich dann auch entsprechend interessant darstellen dürfte. Schauen wir kurz auf das große Bild, wie zumeist hier auf Wochenbasis. Und zwar haben wir hier die Situation, dass der Euro gegenüber dem japanischen Yen hier relativ sauber hier an der Marke oder vor der Marke von 150 Yen abgedreht ist, hier im Dezember 2014. Seither lässt sich die Bewegung in einem Abwärtstrendkanal einfangen. Und ja, diverse Unterstützung, hier zuletzt die Zone um 120 Yen, die ich in den letzten Devisenradarsendungen zum Euro gegenüber dem japanischen Yen immer mal wieder thematisiert habe als Zielzone. Diese wurde jetzt im Zuge des Brexit-Events hier mal ganz sauber nach unten aufgelöst. Sehr dynamisch durchstochen. Interessant hier, dass wir mit Spiegelung der oberen Abwärtstrendkanallinie hier diesen Trendkanal erzeugen und hier eigentlich ja unmittelbar im Bereich einer möglichen Unterstützung stehen. Das Ganze hier hergeleitet aus diesen Bewegungsspitzen, insbesondere Spitze hier vom März 2000. Ja, März, April 2012, hier dieser Spike vom Oktober 2011. Also hier haben wir so eine Zone, wo ich mal sagen will, das ist ein Level, okay. Hier haben die Marktteilnehmer zumindest in früheren Zeiten sozusagen einen gewissen Stabilisierungseffekt bzw. einen markanten Zonenbereich identifiziert und das passt eben hier zur Round Number von 110 Yen. Tatsache ist aber, und das sehen wir hier sehr schön seit dem Regierungswechsel in Japan mit Shinzo Abe und der ganzen Abenomics Politik hat sich hier praktisch diese Yen-Schwäche komplett umgekehrt und wir sind jetzt hier auf den Niveaus von Dezember 2012. Also im Prinzip die ganze Politik, die ganzen Maßnahmen, die hier stattgefunden haben, sind beim Euro gegenüber dem japanischen Yen hier schon komplett umgekehrt. Und das ist wahrlich kein schönes Bild. Tatsache ist, wenn die Märkte hier in eine weitere Schwäche übergehen sollten, gerade die Aktienmärkte, dann könnte hier eine weitere Kapitalflucht in den Yen stattfinden. Das dürfte hier weiter für Druck sorgen. Unter Big Picture-Gesichtspunkten ist die Marke von 110 sehr, sehr interessant, sehr, sehr wichtig, auch weil hier die Trendlinie verläuft. Doch ob es hier eben jetzt halten wird, das sei mal dahingestellt. Schauen wir uns nämlich mal hier die Details ein Stück weit näher an. Wir haben die Situation, dass der Markt hier, wie gesagt, einen neuen Abwärtsmove gestartet hat. Wir sind hier in Richtung der Tiefs vom Brexit-Event unterwegs. Das wären hier 109,38, das Low. Ich will nicht ausschließen, dass es kommt. Warum? Weil wir haben einen saisonalen negativen Bias. Und das für viele Yen-Pairs. Ich zeige es Ihnen mal anhand eines statistischen Auswertungstools. Das Ganze startet hier im Prinzip seit oder auch der US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen zum Beispiel vom 10.7. an, British Pound Yen und Euro Yen hier schon am 3.7. und das Ganze läuft hier gerade beim Euro gegenüber dem japanischen Yen hier über eine Zeitspanne von 44 Kalendertage. Während der letzten 9 Jahre gab es hier 7 Treffer und 2 Verlierer. Sie sehen hier die statistischen Ausschläge jeweils. Größte Profit waren hier 1000 Pips, also waren hier eine Hausnummer 2007, gar keine Frage. Bärisch letztlich und hier am 3.7., obala, das war der verkehrte Chart, hier Euro-Yen am 3.7. Mit diesem Entry-Short-Signal und ja, man muss zugeben, der saisonelle Charme hat sich hier durchgesetzt, denn wir sehen hier seither ganz klar weiterfallende Preise und bis zu 15.8. sollte das statistisch auch so bleiben. Tatsache ist, dazu passt auch ganz hervorragend die FTSE Vektorlogik Seasonal Graphic hier. Da sehen wir eben
auch, dass ja zunächst seitwärts möglicherweise, aber dann hier bis Mitte August, sogar darüber hinaus, hier dieser saisonale Indikator zeigt, okay, wir haben es hier mit einer Preisschwäche zu tun. Und das, meine lieben Zuschauer, lässt darauf hindeuten, dass der Euro gegenüber dem japanischen Yen hier noch nicht fertig ist und die Schieflage wohl weitergehen dürfte. Die heutigen Non-Farm-Payrolls, das muss man mal gespannt abwarten, wie diese jetzt reinkommen, wie diese vom Markt aufgenommen werden. Wie gesagt, wir werden es live dokumentieren. Für die Statistik selber, der Euro gegenüber dem japanischen Yen am Freitag, der grottenschlechteste Tag mit nur 38% positiver Schlusspreise. Das ist mal wirklich eine sehr, sehr markante Hausnummer in Sachen Schieflage. Also der Freitag hier ganz klar ein bärischer Tag für den Euro gegenüber dem japanischen Yen. Und heute, ja, wir sehen es, wir haben hier so eine Art Doji-Kerze, ein Stück weit unentschlossen. Hier im Stundenchart ein ähnliches Bild. Das heißt, es wird wahrscheinlich jetzt auch bis 14:30 so bleiben, bevor wir dann hier letztlich eine klare Aussage kriegen in Sachen Tendenz. Holen wir uns die Pivot Points mal rein. Im Euro-Yen auch gestern 109 Pips nur gelaufen, in Anführungszeichen nur 100 Pips ist natürlich eine Hausnummer, aber der Euro gegenüber dem japanischen Yen bewegt sich im Schnitt so um die 140 Pips. Das ist, wie gesagt, ein Stück weit markant. Mit Blick auf die letzten 20 Tage gehen wir sogar Richtung 200 Pips. Das heißt, wir haben hier heute aktuell 79 Pips nur zurückgelegt. Da sind noch Ausschläge zu erwarten. Intraday, wie gesagt, kann man hier einen Supportbereich ableiten, der sich in dieser Zone bewegt. Das heißt, wenn es neue Tagestiefs gibt, dann sieht das eher so aus, als würden wir definitiv in Richtung der Tiefs vom Brexit-Event abstürzen. Andererseits gehen wir über den Pivot-Point raus, dann mag es Erholungspotenzial geben, doch signifikant Widerstand, oder ein signifikanter Widerstandsbereich lässt sich bereits hier unterhalb von 115 Yen lokalisieren. Und insofern ist das eigentlich hier meines Erachtens nicht wirklich positiv zu sehen und es deuten sich meines Erachtens sowohl saisonal als auch charttechnisch weitere Verluste an und das sieht dann ergo mal so aus. Sollten die Non-Farm-Payrolls wie auch immer anders aufgenommen werden, dann könnte man hier Maximum nochmal so einen Erholungseffekt sehen, was meines Erachtens dann aber auch eine Short-Einladung wäre. Gerade vor dem saisonalen Hintergrund dürfte es hier meines Erachtens mittelfristig oder sage ich mal kurz bis mittelfristig weiter bergab gehen. Also Euro-Yen hier definitiv weiter ein Short. Der Euro dahingehend sicherlich auch jetzt nicht gerade in der besten Ausgangsbasis. Auch hier sieht es dafür aus, gerade wenn wir die Marke von 1,10 nach unten brechen sollten. Ja, dann können es nochmal einige 100 Pips runtergehen und das dürfte den Euro gegenüber dem japanischen Yen natürlich genauso belasten. Und insofern geben wir mal Obacht, was heute Nachmittag passiert. Ich wäre durch für das heutige Devisenradar, wünsche Ihnen auf jeden Fall jetzt erstmal Gutes gelingen. Lassen Sie es ruhig angehen bis zu den Non-Farms, kann es ein zäher Seitwärtsmarkt werden. Danach wilde Ausschläge und dann mal schauen, ob dann hier so zum Freitagabend hin eine schöne Tendenz ableitbar ist. Wir werden es beobachten. Ich sage auf jeden Fall danke fürs Einschalten und wünsche Ihnen an dieser Stelle schon mal ein schönes Wochenende. Und wenn Sie mögen, hören wir uns natürlich am Montag wieder in gewohnter Frische, Stärke und mit neuen Devisenpaaren, die hier interessant erscheinen dürften. Ihr Christian Kämmerer und tschüss.